Wussten Sie, dass man mit der Kraft der Natur Landwirtschaft betreiben kann? Regenerative Landwirtschaft belebt die Böden, unterstützt das Ökosystem und sorgt für Klimaausgleich. Hier zeigen wir, wie regenerative Landwirtschaft die Wasser- und Lebensmittelversorgung sichert und das Klima reguliert. Bauernhöfe unterstützen die Natur, beleben ihre Böden und können durch weniger externe Chemikalien mehr Einkommen generieren. Das Wichtigste sind Böden, die wie ein Schwamm sind. Diese nehmen auch starke Regenfälle auf und bringen diese ins Grundwasser. Bei Trockenheit ist das Wasser noch verfügbar. Die Vorteile der Schwammböden gehen noch weiter. Das Wasser verdunstet über lange Zeit und verstärkt die Wolkenbildung, was das Klima reguliert. Aber wie kommen wir dahin? Die Antwort ist mit regenerativer Landwirtschaft. Es gibt sieben wesentliche Elemente der regenerativen Landwirtschaft. Erstes Element: Verbesserung der Bodenbiologie mit hoher Vielfalt, besonders der Bodenpilze, durch Bodenaktivatorkomposte. Einbringung mit der Aussaat stärkt keimende Wurzeln, auch als Saatgutbeize. In der Folge Komposttee als Blattspray, Pulverholzkohle schafft Mikrohabitate. Zweitens, Ergänzung fehlender Makro- und Mikronährstoffe im Boden, auch über Blattspray. Bei den aktivierten Böden liefern Pilze wie Mykorrhizen alle Mineralien auch aus der Tiefe. Stickstoff liefert das Bodenleben selber, wenn Molybdän verfügbar ist. Drittes Element, minimale Störung des Bodens. Möglichst nicht pflügen, sondern nur grubbern oder hacken. Sofortiger Ausstieg aus Nitrat- und Ammoniumdüngung bei Verringerung von Bioziden. Viertens, dauerhafte Bodenbedeckung und tiefe Durchwurzelung auch im Winter. Hecken und Agroforst zum Schutz vor Wind, Raum für Tiere, Vögel und Insekten. Fünftes Element, artenreiche Gründüngung. Tief- und Flachwurzler. Niemals Senf, Untersaaten, möglichst Direktsaat. Monokulturen vermeiden, auch durch Agroforst. Hohe Produktivität erhalten, womit viel Wurzelmasse entsteht und die Bodenbiologie gut versorgt wird. Sechstes Element: Tierhaltung passend zu den Ackerflächen. Portionsbeweidung, auch Mobgrazing genannt. Mit Tagesportionen. Beweidung von Gründüngung, Beweidung von Hecken und Agroforst. Im Winter Stallmist, bei Gülle Pulverholzkohle mit Fermentierung. Siebtes Element: Agroforst einbeziehen. Artenreiche Holzproduktion möglichst mit Nahrungsbäumen und Sträuchern. Bioenergie aus Holzgas für Strom, Wärme oder Kühlung und Holzkohle. Der Pulveranteil der Holzkohle wird zur Bodenverbesserung verwendet. Diese sieben Elemente wirken zusammen, möglichst alle umsetzen. Bodenzustand mit Spaten, Sonde, Wasseraufnahme und Mikroskop prüfen. Die Natur beobachten, lernen und vergleichen. Nährstoffdichte in der Pflanze messen, Brix und Vitamin C sollen hoch und die Nitratwerte niedrig sein. Regenerative Landwirtschaft braucht große Mengen an Kohlenstoff. Besonders die Wiederherstellung des Wasserkreislaufs sichert die Wasser- und Lebensmittelversorgung bei ausgeglichenem Klima. Lassen Sie uns die bereits tausendfach erfolgreiche regenerative Landwirtschaft unterstützen, um die Zukunft der Bauernhöfe und der Menschheit zu sichern.